Ja, hallo, Michael Kolz, so der Rucksackunternehmer. Willkommen an diesem fantastischen Tag zum besten Video aller Zeiten. Heute der liebe Jens. Der liebe Jens hat drei einfache, schnelle Möglichkeiten im Internet Geld zu verdienen. Und ich sehe da schon eine Gitarre. Ich habe schon ein bisschen vorgespult und so. Jens Neuberg, also sehr cooler Typ, hat es relativ schnell auch geschafft, solide Geld zu verdienen im Internet. Ich mag ihn persönlich sehr, deshalb bin ich vielleicht auch manchmal so ein bisschen voreingenommen. Und wollte ich jetzt nur einfach kurz sagen, dass ich ein bisschen befangen bin. Okay, wir schauen uns das einfach mal an, was er uns da Schönes zu bieten hat. Attacke. Geld verdienen im Internet fühlt sich für die meisten so an, wie für mich damals, wo ich Gitarre spiele gelernt habe. Sie wissen einfach nicht, wie es funktioniert und am liebsten würden sie einfach das Ding in die Ecke schmeißen und einfach gar nichts mehr mit zu tun. Eigentlich stimmt das. Das ist ein guter Vergleich auch. Und dann zum Beispiel, es braucht ja nur auch die Gitarre nicht gestimmt sein und schon kommen die Töne anders raus. Also so ein bisschen Online-Business optimieren, Gitarre stimmen und dann halt das, was du gelernt hast, anwenden. Ja, und dann, was ist noch sehr wichtig beim Gitarre spielen, wenn wir schon mal dabei sind? Ich würde einfach mal sagen, Übung, Übung, Übung. Und Online-Business ist genauso. Ja, also das war's vom Video vor. Auf Wiedersehen. Nein, Spaß. Also, schauen wir einfach mal weiter. Und hey, hast du meinen YouTube-Kanal schon abonniert? Am besten jetzt abonnieren. Jetzt hast du noch Zeit. Und die Glocke auf jeden Fall einstellen. Okay. Du aber. Ich werde in einem kurzen Video drei einfache Möglichkeiten zeigen, wie man Geld im Internet verdienen kann. Drei super simple Möglichkeiten, um im Internet Geld zu verdienen, ohne Vorerfahrung, das Ganze als Einsteiger möglich. Diese drei Möglichkeiten werde ich dir... Okay, Möglichkeit 1, 1047 Euro im Monat. Möglichkeit 2, 2700 Euro. Möglichkeit 3, 8200 Euro. Wenn wir alle drei Möglichkeiten machen, sind wir bei 13.000 oder so, ne? Na, nicht ganz. Ah, Mathematik war nicht so gut. Also... Ich bin echt mal gespannt, was er da für Möglichkeiten uns mitgebracht hat. Attack. Und es gibt ja mit Jens auch so ein, zwei Interviews auf meinem Kanal Michael Kotzer von 0 auf 6 stellig. Da auch vorbeischauen. Ja, zwei Interviews mindestens, oder? Ja. In diesem kurzen Video vorstelle, zeige, wie du damit starten kannst, auch wenn du heute noch keine Erfahrung oder Vorkenntnisse hast oder keine Idee hast, im Internet Geld zu verdienen. Aber. Und wenn du das dann umsetzt, was macht es dann? Genau, das macht es. Dieser Gedanke reizt zu sagen, ich möchte gern im Internet mir ein Nebeneinkommen aufbauen. Steigen wir direkt ein. Zu jedem Video, zu jeder Möglichkeit gibt es ein separates Video. Findest du unterhalb in der Beschreibung. Einfach das mal anschauen. Schreib mal in den Kommentaren. Sollen wir uns die drei Videos dann anschauen? Sollen wir uns die drei Videos dann zusammen anschauen? Schreib mir in den Kommentaren einfach eine 1. Schreib eine 1 im Kommentar, dann weiß ich, okay, hey, was machen wir? Wenn dich eins der Themen interessiert, dann einfach dort tiefer... Oder noch besser, schreib 1, 2 oder 3, welches Thema dich interessiert. 1, 2, 3 in einen Kommentar, dann weiß ich, alle drei Themen interessieren dich. Thema 1, 2 oder 3, 1, 2, 3 reinschreiben. Dann wissen wir das. Ja. Und dann schau das jetzt bis zum Ende und dann kommentier. Reingehe dort denn auch den inklusive dem Beweis. Steig mal ein. 1047 Euro im Monat mit Trommelwirbel, Trommelwirbel. YouTube-Videos und das Ganze nur mit 600 Abonnenten, 660 Abonnenten. Aber es hört sich jetzt, also Punkt 1, ja, du musst bei 0 anfangen, jeder andere muss auch bei 0 anfangen, bevor du jetzt kommst, ich habe auch keine Abonnenten. Ja, und 660 Abonnenten, da musst du schon ein paar Videos raushauen. Und je nachdem, ob du noch externe Traffic-Quellen hast und irgendwo eine Reichweite, Instagram-Reichweite oder sonst was, wo du die Leute dann auch noch auf YouTube leitest, solltest du einfach mal überlegen, dass du dafür aber schon ein bisschen, dass du da ein bisschen Zeit brauchst. Also 660 Abonnenten, wenn du das innerhalb ein Jahr schaffst, bist du schon fast gut. Es kommt natürlich immer darauf an, gehst du mal mit einem Video viral und welches Thema? So Comedy-Sachen und so, jetzt reicht es doch mal, ich habe das doch ausgemacht. Unfassbar, ich mache das immer wieder aus und dann kommen trotzdem die Nachrichten reingeflogen. Was für ein Dreck. Liebe Apple-Leute, ändert das doch mal.
von außer Konzept gebracht. Also, natürlich kann ein Video mal viral gehen. Du bist Komiker und so. Auf einmal hat das 100.000 Aufrufe und du hast alleine mit diesem Video 660 Abonnenten. Aber im Normalfall ist es halt so. Erste Video hat 5 Aufrufe, vielleicht nach einem Jahr dann auch mal 100 Aufrufe. Und du hast dann so 1, 2, 3 neue Abonnenten mit so einem Video gemacht oder so. Also schon ein paar Videos rausbringen. Sei da ein bisschen ehrgeizig. Regelmäßig ein Video drehe und auf relevante Faktoren achte, wie zum Beispiel das gute Thumbnail, ein guter Titel von diesem entsprechenden Video und auf die Relevanz achte, die Leute in Interaktion hole, zu Kommentare animiere, zum Teile animiere, zum Like animiere. Ah, teilen! Hast du schon geteilt? Nein, abonniere mich und die Glocke. Das reicht schon. Aber natürlich, wenn du jemanden supporten willst, nicht nur mich, jemand anders auch, du findest ein Video geil, dann teile es doch mit deinen Freunden auf Facebook oder sonst was, Twitter von mir aus. Und damit noch mehr Leute das sehen. Und das ist doch ein geiler Support. Wenn jemand dir schon gratis Content gibt und der ist geil, warum nicht? Und für viele ist es dann einfach so, ein Like ist schon zu schwierig. Warum nicht? Support ist kein Mord. Also mach doch einfach mal. In Interaktion hole. Was passiert? Selbst mit einem kleinen Kanal mit nur 660 Abonnenten ist es möglich, trotzdem sehr viel Reichweite zu bekommen. Denn YouTube belohnt dich, wenn du gute Videos hast. Wenn du gute Videos hast, dann belohnt dich YouTube und blendet dich öfters ein. Natürlich verdienen wir jetzt nicht megamäßig Geld mit YouTube. Also zwei ganz wichtige Faktoren: die Klickrate auf das Video und wie viele das Video geschaut haben. Wenn viele das nur 3 Sekunden schauen und sind weg, dann belohnt YouTube sich nicht. Aber wenn dann halt mal so 30% vom Video im Durchschnitt geguckt wird oder so, dann wird es schon interessant, ne? Und dann, wenn YouTube sagt, boah, 50% des Videos wird geguckt durchschnittlich oder so, dann wird es noch interessanter und die Leute klicken noch drauf und so weiter, wenn es eingeblendet ist. YouTube möchte ja auch Geld verdienen, ne? Und ja. Bei dieser Abonnentenzahl, das ist einfach nicht möglich. Aber wir können immer einen Link in die Beschreibung packen. Und da kann man zum Beispiel eine Empfehlung draus machen. Suchst dir ein passendes Produkt, was du vielleicht selbst nutzt, was dir Freude bereitet, was du Spaß dran hast und empfiehlst dieses in einem Review-Video. Ein Review-Video ist ein Beweisvideo und du sprichst über deine Erfahrung mit diesem Produkt und lädst das Ganze auf YouTube hoch und hast die Möglichkeit, selbst mit einem kleinen Kanal sehr gute Einnahmen zu generieren. Also, ganz, ganz, ganz wichtig. Ich habe ja echt viele Kanäle aufgebaut, ne? Ich habe ja bestimmt 50 Kanäle aufgebaut als Affiliate. Manchmal haben diese Kanäle nur 3 oder 4 Videos gehabt und nicht kontinuierlich, sondern, ne, die waren wirklich nur auf ein Thema optimiert und auf ein Produkt. Und dann kann das schon mal sein, dass dieser YouTube-Kanal nur 5 Abonnenten hat und ein paar tausend Aufrufe, aber schon Zehntausende von Euros verdient hat. Ja, aus meiner Erfahrung. Punkt 1 ist, die Leute suchen nach einem Produkt, du wirst gefunden. Manchmal werden die Videos ja sogar bei Google gefunden, wenn du das gut machst. Und die müssen mich ja gar nicht abonnieren. Ich sage in den Videos ja gar nicht, weil der Kanal soll ja gar nicht wachsen. Ich sage in den Videos nicht, abonniere meinen Kanal. Ich sage nicht, like. Ich sage einfach nur mehrmals, hey, der Link zum Produkt ist unten in der Beschreibung und im ersten Kommentar zum Beispiel. Mehr sage ich da ja gar nicht, weil der Kanal soll ja gar nicht wachsen. Ich will einfach nur, dass ich eine Provision bekomme, dass der Cookie installiert wird und die Leute kaufen danach. Das solltest du einfach mal im Auge behalten. Das ist nicht so wichtig, wie viel Abonnenten du hast. Und man kann auch mit 5 Abonnenten 5.000 Euro verdienen oder so, wenn dann die Videos aufgerufen werden. Sie sind relevant und helfen den Leuten bei der Kaufentscheidung. Das ist sehr, sehr wichtig. 1047 Euro nebenbei, ohne dass ich großartig was machen muss, mit einem Video pro Woche, das ist eigentlich schon echt ziemlich charmant. Ich möchte dir nicht verschweigen, dass es ein bisschen Vorbereitungszeit bedarf. Ich bereite mich für 4 Videos im Monat, bereite ich mich circa einen Tag vor und einen Tag drehe ich die Videos, sind also 2 Tage 1000 Euro dazu verdiene. Das, glaube ich, ist echt schon mal ein sehr geiler Einstieg für alle, die das Medium YouTube oder Videos lieben und damit entsprechend Geld verdienen wollen. Das ist sehr, sehr simpel. Einfach nur einen Link in die Beschreibung packe, gute Thumbnails, gute Titel und auf die Relevanz achte. Möglichkeit Nummer 1. Möglichkeit Nummer 2. Jetzt wird schon interessanter, auch vom Verdienst her. In 13 Tagen zwei. Und noch etwas. Ich habe da draußen Videos.
Die verdienen seit 3 Jahren Geld. Also diesen YouTube-Kanal mit ein paar Videos habe ich dann vor 3 Jahren zum Beispiel gemacht und ich bekomme heute immer noch Einnahmen. Heute werden die Videos immer noch aufgerufen, die Leute klicken immer noch auf die Affiliate-Links und ich bekomme immer noch Einnahmen. Für etwas, wo ich gar nicht mehr weiß, wie viel Zeit ich da investiert habe, aber meistens nicht so viel und das vor 3 Jahren. Immer noch Einnahmen. Das ist nicht immer so. Es kommt natürlich darauf an, die Produkte müssen natürlich gesucht werden und die müssen natürlich noch aktuell sein. Es gibt auch sicherlich 50% der YouTube-Videos sind einfach nicht mehr relevant oder so, weil es das Produkt nicht mehr gibt oder sonstige Sachen nach 3 Jahren. Aber die anderen 50% können immer noch Umsatz generieren, wenn du es gut gemacht hast. Geil, oder? 2765 Euro mit Bücher, Amazon. Okay. Das ist so ein Thema, da glauben auch viele, das funktioniert nicht und so. Ich habe schon ein paar Mal erzählt, ja, so Mittagessen bekomme ich auch raus im Monat mit meinen Büchern und die habe ich mal vor 2 Jahren hochgeladen. Nichts Besonderes oder so. Und habe seit 2 Jahren oder so jetzt mittlerweile nichts gemacht irgendwie. Und bekomme da immer noch Geld raus. Also wenn man das optimiert und das gut macht, kann man damit auch noch Geld verdienen. Ja. Und es gibt so viele Bücher und so, aber es kaufen auch so viele Leute bei Amazon und so weiter Bücher. Ich habe selbst so viel Geld teilweise gemacht mit Affiliate-Einnahmen, mit Büchern, diese Gratis-Bücher, 5 Euro Porto kosten oder so. Selbst damit habe ich teilweise Monate mit 3.000 Euro und viel mehr gemacht. Das ist auch nochmal eine Chance. Also nicht nur Bücher rausbringen oder so, sondern auch fremde Bücher vermarkten. Sehr, sehr geil. Ich bin mal gespannt, was Nummer 3 gleich ist. Bereich Self-Publishing. Jetzt sagen viele, oh Gott, Jens, ich bin doch kein Autor, ich bin kein Weltstar-Autor. Musst du auch nicht sein. Denn du kannst dir eine Nische aussuchen, die ein sehr hohes Potenzial hat. Du beauftragst beispielsweise jemand, der Schrift mächtig ist, Ghostwriter, so unterschiedliche Nische. Das gibt es schon für schmales Geld. Bring das Ganze auf Amazon raus, denn der Inhalt macht nur ca. 60% aus. Viel entscheidender ist bei Büchern das Marketing. Wie gut ist dein Marketing außenrum? Und das sorgt am Ende des Tages für ein solides Einkommen. Denn das Geheimnis dabei liegt, du nimmst dir die Einnahmen von Amazon als Tantieme, nicht komplett löschst du auszahlen, sondern steckst einen Teil wieder in Werbung und ca. 30% und so entsteht ein Kreislauf. Das heißt, du hast keine zusätzliche Kosten und hast die Möglichkeit, mit Büchern auf Amazon direkt gutes Geld zu verdienen. Und hier sprechen wir von Beträgen. Das ist tatsächlich jetzt noch ein sehr kleiner Betrag und da gehen richtig, richtige Beträge, bis zu 10.000 Euro, was du mit Büchern auf Amazon verdienen kannst. Bitte keine Schrottbücher rausbringen, sondern wirklich darauf achten, dass die Bücher eine Wertigkeit haben. Naja, das Schlimme ist ja, bei Amazon, es gibt eine Bewertung. Wenn das Ding Schrott ist oder die ersten 3 Käufer, also du kannst es natürlich auch ein bisschen faken und so ein erstes Buch verschenken und sagen, hier, gib mir eine gute Bewertung ab und so weiter. Aber sobald die ersten Bewertungen schlecht sind oder so, wirst du das Ding auch nicht mehr verkaufen. Dann ist das Ding aus. Ne? Und du hast einfach nur 5 Bewertungen und die geben dir alle nur 1, 2 Sterne oder so und sagen Bullshit. Kriege ich in so einem Blogbeitrag gratis oder so. Ja, schon bist du am Arsch. Und dass die Bücher auch vom Inhalt gut sind. Bist du also vielleicht in der Gestaltung, in der schriftlichen Gestaltung sehr gut, dann könnte das eine hochinteressante Möglichkeit sein. Dann sagst du, ja, es geht doch aber nur in eine große Nische. Das stimmt nicht. Es gibt 517 Nischen auf Amazon und natürlich geht es nicht mit jeder Nische, das muss uns klar sein. Doch es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele Möglichkeiten, wo du ein Buch als Self-Publisher auf Amazon rausbringen kannst und mit den Verkäufen von Kindle und Taschenbuch Tantieme verdienst. Haben wir übrigens selbst im Einsatz jeden Tag, also alle diese Möglichkeiten nutzen wir jeden Tag. Also kannst du für dich direkt gucken. So, jetzt kommen wir mal, was haben wir jetzt mit den 8.250 Euro im Monat? Mit was? Ein Coaching, ein digitales Infoprodukt. Ich bin mal echt gespannt, was. Uiuiui. Möglichkeit Nummer 3. 8.250 Euro im Monat verdienen mit. Jetzt kommt's. Affiliate Marketing. Ja, yeah. Und wenn du Affiliate Marketing lernen möchtest, natürlich mein Jetset Affiliate System.
Wobei Affiliate Marketing ist ja auch, YouTube wäre ja auch Affiliate Marketing, ne? Also das YouTube ist ja nur die Traffic-Quelle für, aber eins ist ja Affiliate Marketing. Selbst zwei könnte Affiliate Marketing sein, weil du natürlich in dem Buch passende Sachen empfehlen kannst. Also Punkt 1 ist Affiliate Marketing, aber die Traffic-Möglichkeit ist YouTube. Und Punkt 3 bin ich mal gespannt, weil das ist natürlich wie bis das Affiliate Marketing das genialste Business ist. Da brauchen wir nicht diskutieren, das weißt du selbst. Aber die Traffic-Sache, das ist ja das andere Thema. Nischenzeit. Okay, er hat jetzt auch gesagt, eine Nischenseite, außer eine Webseite. Ja, also 8.250 Euro mit einer Amazon-Nischenseite, nur eine Nischenseite, ne, wohlgemerkt. Das wird schwierig, glaube ich. Aber ich kenne viele, die haben halt hunderte Nischenseiten und dann ist es auch wieder möglich. Oder Infoprodukte, geht auch. Was ich zum Beispiel auch in meiner Mastermind mit meinen Kushis mache. Das ist sehr, sehr geil und da haben schon die ersten Erfolge. Affiliate Marketing ist Empfehlungsmarketing. Du empfiehlst Produkte und kriegst dafür eine Provision. Empfehlungsmarketing mit Nischenseite, warum schreibe ich das extra dazu? Dieses Beispiel ist ein Beispiel, wo ich selbst gewählt habe. Ich spiele hobbymäßig gerne Schach und habe eine Nischenseite aufgebaut zum Thema Schach. Das ist geil. Und diese Nischen. Wer hätte das gedacht, ne? So die klassischen Sachen, Werkzeugkäufer, Hühnerstall oder sonstige Sachen. Aber Schach ist natürlich etwas, besonders es gibt ja auch so viele. Du könntest ein Lego-Set, so ein Schach-Set raushauen und oder Schachcomputer oder teure Figuren, Bretter oder so. Vielleicht sogar ein Videokurs, wie man Schach spielt oder so. Ja, also eine Mega-Nische. 8.200 Euro ist jetzt ein bisschen hoch. Wenn das jetzt Amazon eBay-Produkte sind, wenn da Infoprodukte bei sind, warum nicht? Seite, die habe ich dann beworben mit Google AdWords und somit ist es möglich, 275 Euro zu verdienen. Ich habe mir die Nischenseite aufgebaut, habe die Nischenseite optimiert auf Keywords und habe auf diese Seite direkt Google AdWords geschaltet und der Call to Action war auf dem Digistore24-Produkt okay. Und dann letztendlich eine Provision. Also okay, ein digitales Infoprodukt, also Marge ist ein bisschen höher, ne? Wie bei halt Amazon und eBay und so. Pro Vermittlung bekommen. Und das geht natürlich nicht nur im Bereich Schach, sondern es gibt unendlich viele Bereiche, wo du mit Affiliate Marketing starten kannst. Ich empfehle dir, nicht in der Nische Geld verdienen im Internet zu starten. Das sage ich auch immer wieder, das sind die dümmsten eigentlich. Das machen viele, aber das ist das Dümmste, was du machen kannst. Und es sind hunderte Leute, die sich schon bei mir gemeldet haben. Und ja, ich verdiene kein Geld. Meine ich, ja, was hast du denn für eine Nischenseite? Ja, eine Geld verdiene im Internetseite und so. Und ja, ich habe erst 4 Euro verdient. Wie willst du denn bitte schön Leuten etwas beibringen, wenn du erst 4 Euro verdient hast und nicht weißt, wie es geht? Unfassbar. Unfassbar. Wir haben hunderte, haben mich schon angeschrieben. Und seitdem ich das auch kommuniziere auf YouTube und so, schreiben mich kaum noch Leute an, deshalb, weil ich da einfach sagte, das ist einfach dumm. Das ist einfach dumm. Du kannst es nicht. Wenn du es kannst und verdienst 5.000 Euro im Monat und man weiß, wie es funktioniert, dann kannst du darüber auch eine Seite anfangen oder so. Aber mit 4 Euro einmal verdient oder so eine Geldverdienseite und so und dann halt die millionste Seite zum Thema Geld verdienen, finde den Fehler. Denn wahrscheinlich hast du jetzt noch keine Erfahrung. Such dir ein Thema aus, was dir Freude bereitet, was ein Hobby vielleicht von dir ist, was eine Leidenschaft von dir ist. Und dann kannst du dir eine unglaublich gute Performance aufbauen. Später kann man das alles erweitern mit einer eigenen E-Mail-Liste oder sonstigem. Und das sind so meine drei Favoriten. Und ich freue mich mal auf deine Kommentare. Was ist dein Favorit? Was ist deine Nummer 1 der drei Empfehlungen? Drei einfache Möglichkeiten, wie du... So, ganz kurz. Affiliate Marketing ist die Nummer 1. Und YouTube ist dann halt eine gute Traffic-Quelle für Affiliate-Marketing. YouTube ist natürlich extrem nachhaltig, ne? Also wenn du der Follower aufbaust und so und hast dann irgendwann mal auch 10.000 Follower aktive und lädst ein neues Video hoch, bekommst du natürlich extrem viel Traffic drauf. Das ist so geil. Und nachhaltig ist es auch, das Video ist halt, wenn das Produkt noch aktuell ist und der Link ist noch aktuell, kann dieses Video dir nach 3 oder 5 Jahren immer noch eine Provision generieren. Andere Sachen, zum Beispiel ein Instagram-Post, eine Instagram-Story, sind alles kurzfristige Sachen.
Aber so ein Video kann auch nach 3 Jahren, 5 Jahren noch vorgeschlagen werden und dann verkaufst du vielleicht ein Abo-Produkt und hast dann nochmal die nächsten Jahre immer noch Provision und so. Sehr, 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 sehr geil. Also starte einfach mit Affiliate-Marketing, Jetset Affiliate-System, sage ich nur. Sofort starte kannst. Wie gesagt, du findest zu jedem dieser Videos einmal, wie macht man das Ganze? So, schreib einfach in den Kommentaren 1, 2, 3, dann schauen wir uns diese Videos einfach an oder 1, 2 und 3, dann schauen wir uns alle Videos an. Mein Name ist Michael Kurzer, ich bin der Rucksackunternehmer, ich habe hier noch 2 weitere Videos für dich. Check die auch ab. Ich bin raus, ciao.